Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Freie Themennacht bei uns heute. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Sandra. Und Sandra ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Hallo Sandra, ich grüße dich. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Und zwar ist mein Freund bei der Bundeswehr. Mhm. Und da bin ich immer sehr allein zu Hause. Mhm. Und dann habe ich einfach mal im Telefonbuch nach Handynummern gesucht. Mhm. Und dann habe ich einfach mal angerufen und habe dann gesagt, ja, Entschuldigung, ich habe mich verwählt. Irgendwo, einfach ganz bei irgendwem. Ja, genau. Aha, ja. So, und dann habe ich... Also bei Männern oder bei Frauen? Nee, Männern. Bei Männern? Nee. Entschuldigung. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ja, ich habe mich verwählt und habe dann aufgelegt und dann habe ich den SMS geschickt und habe dann gesagt, wie sieht das aus? Die Nummer gehört doch einem Frank und nicht dir. Und dann hat er geschrieben, nee. Jetzt der Letzte zum Beispiel hat dann geschrieben, nee, ihm gehört die schon seit 5 Jahren. Mhm. Also konnte das gar nicht eine Nummer sein von dem Frank. Wo ich gesagt habe, angeblich, dass er das wäre. Ja. Und was hast du denn gesimst, inhaltlich? Ich habe nur einfach geschrieben, ja, warum ihm die Nummer gehört und nicht dem Frank. Verstehe. In der Diskussion. Aber du hast ja einen Hintergrund, warum du das machst, ne? Du wolltest mit dem näher ins Gespräch kommen, oder wie? Ja, genau. Ja. Und gelingt das dann auch? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Wie oft bist du denn durch diesen üblen Trick schon ins Gespräch gekommen mit Männern? Nee, also sprechen tue ich nicht mit denen. Ach so, du simst nur mit denen, oder wie? Ja, genau. Und was ist das für ein Simsen? Ist das richtig heißes Flirten? Ja, der eine, der will mich kennenlernen. Der kommt ja auch aus der Gegend, wo ich herkomme. Aha. Also wie viel hast du denn an der Angel im Moment? Also im Moment sind 2. 2? Ja. Und ihr habt euch schon hin und her was GSMS't? Ja, genau. Ist ja ein blödes Wort, ne? Dieses GSMS'en. Sagen wir Simsen. Simsen ist ein schönes Wort, ne? Ja. Verstehen wir alle mittlerweile, kann man auch so sagen. Ja. Geflirtet ein bisschen? Ja, so, also, ja, minimal würde ich sagen. So, jetzt will der eine dich kennenlernen. Der wohnt ja, auch genau. Bei dir in der Umgebung. Ja, genau. Und du willst ihn auch kennenlernen? Ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich das machen soll, da ich auch einen Freund habe und noch ein bisschen schlechtes Gewissen. Genau, natürlich, darauf wollte ich jetzt hinaus. Du hast einen Freund, der ist bei der Bundeswehr. Ja. Und du bist eine Freundin von einem jungen Soldaten. Und du bist zu Hause. Warum machst du solche Aktionen? Weil mir total langweilig ist, wenn er nicht da ist. Ja gut, aber nur weil einem langweilig ist, versucht man doch nicht mehr, der wegen fremd zu gehen. Das ist ja schon... Ja, nee, fremdgehen... Halt! Aber das ist die Vorstufe. Ja, nee, aber ich weiß, also ich glaube aber nicht daran unbedingt, dass ich mich mit jemandem von denen treffen würde. Ja gut, aber du spielst es mit dem Feuer, ne? Du bist so im Vorraum des Fremdgehens. Aber was hat das denn mit Fremdgehen zu tun? Naja, aber hör mal, wenn du schon mit Jungs da, so an Jungs rangehst, mit dieser Taktik und dann mit denen simmst und dann darüber nachdenkst, ob du dich vielleicht doch auch mit einem treffen solltest, ist es nur noch ein ganz klitzekleiner Schritt, bis es dann passiert ist. Und ich glaube, dein Freund wäre sehr sauer, wenn er das schon wüsste, was du mir gerade erzählt hast, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, siehst du. Wie ist denn eure... Aber der nimmt sowas eigentlich sehr gelassen. Ich meine, der geht ja auch ins Internet und lernt da welche kennen. Ja, aber jetzt ganz im Ernst, Sandra, wie weit willst du das Spielchen denn treiben? Ja, also ich glaube auf keinen Fall, dass ich mich mit jemandem treffe. Und irgendwie jemanden schreiben, dass ich ihn lieb habe oder so, mache ich auch nicht. Auf gar keinen Fall. Mhm. Weil mein Freund ist der Einzige, den ich lieb habe. Gut, dann belass es doch einfach nur bei diesem kleinen dummen Spielchen. Und stell dir selbst die Regel auf. Auf jeden Fall, auf keinen Fall ein reales Treffen. Dann geht's ja noch. Ist es vielleicht ja, der wohnt ja auch gleich in der Nähe. Ja gut, aber dann, wie gesagt, wenn du erstmal so weit gehst, dann ist das Ganze schon substanzieller, ne? Als nur ein Spielchen. Mhm. Wie ist denn eure Beziehung, du mit deinem Bundeswehrsoldaten? Ist die gut? Ja, eigentlich schon. Wie lange seid ihr zusammen? Ein Jahr und
3 Monate. Ein Jahr, 3 Monate. Eigentlich schon, heißt, es ist schon eine schöne Beziehung. Ja, eigentlich schon, ja. Mhm. Nur du bist ein bisschen alleine. Ja. Wie oft seht ihr euch denn? Oh Gott. Ja, gut, am Wochenende, wenn er nicht gerade Dienst hat. Ach so, also es kommt schon vor, dass ihr euch eigentlich jedes Wochenende seht. Ja. Ja, also Sandra. Ja. Ich dachte jetzt, der ist irgendwie im Ausland oder weiß ich was. Das kann auch sein, weil er das unterschrieben, dass er auch im Krieg gehen würde. Und er könnte jetzt so gesehen auch jederzeit da reinkommen. Ja, ist aber noch nicht passiert bisher. Ja, noch nicht. Ich dachte schon, dass ihr euch Wochen, Monate lang nicht gesehen habt. Ja gut, oder wenn er halt auf Übung ist. Aber da ist er jetzt im Moment. Ich finde, dass man da als, oder dass Frau in dem Fall, da auch ein bisschen tapfer dann sein muss. Und das muss man dann halt hinnehmen. So ist es nun mal. Also, lass dich jetzt nicht auf ein reales Treffen ein. Ganz im Ernst, Sandra. Ja. Ich glaube, das würde dich auch in große Gewissenskonflikte bringen. Weil, was heißt das, Realtreffen? Dann geht es während des Treffens auch wieder einen Schritt weiter. Und dann gibt es die erste Berührung und so weiter, du weißt. Ja. Und das ist einfach nicht gut für dich, nicht gut für eure Beziehung. Und du kommst dir blöd wahrscheinlich auch vor, deinem Freund gegenüber. Das kann sein, ja. Also, treff dich doch mit einer netten Freundin, geh schön Kaffee trinken. Unterhaltet euch über Mode und Kosmetik. Super. Super Idee. Ja. Keine anderen Männer, Sandra, klar? Alles klar. Sonst rufe ich bei der Bundeswehr an. Sie wissen ja gar nicht, wo der ist. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Gleichfalls. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Morgen haben wir doch anders als geplant eine freie Sendung, eine offene Themennacht auch. Und übermorgen, in der Nacht von Freitag auf Samstag, sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio. Und dann haben wir 2 Wochen Osterferien. Das schon mal so als Hinweis für euch, die ihr uns als Stammzuschauer und Zuhörer immer begleitet. Jennifer. Warum jetzt nicht Jennifer? Jennifer, 21 Jahre. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Jennifer. Um was geht's bei dir? Also ich habe ein Problem. Ich bin eine Prostituierte. Ja. Seit 6 Monaten jetzt. Mhm. Ich habe einen Freund. Und ich traue mich dann das irgendwie nicht zu sagen. Wie lange bist du mit dem Freund zusammen schon? Seit einem Jahr. Warum bist du jetzt seit 6 Monaten Prostituierte? Warum bist du in diesen Job reingegangen? Weil ich kein Geld hatte. Ich wusste nicht, wie ich schnell ans Geld kommen sollte. Und durch eine Freundin hatten wir dann so 2 Eltern kennengelernt. Mhm. Und für die haben wir dann eine Woche lang gearbeitet gehabt im Puff. Mhm. Und der hat uns dann geschlagen gehabt und hat uns das ganze Geld immer weggenommen gehabt. Und da hatten wir einfach eine Möglichkeit gehabt, um da rauszukommen, dass wir die Polizei anrufen konnten. Mhm. Und ja, jetzt läuft eine Anzeige gegen ihn, jetzt sitzt er in U-Haft drin und mein Freund, mit dem ich jetzt seit einem Jahr zusammen bin, ich liebe ihn über alles, aber ich kann ihm das irgendwie alles nicht sagen, weil er möchte gerne jetzt mit mir zusammenziehen. Mhm. Aber du hast dann auch nach diesem Eklat mit dem Zuhälter weitergearbeitet? Ja, aber nur die eine Woche, wo ich ihn da kennengelernt hatte. Aber du arbeitest im Moment auch noch als Prostituierte? Ja. Ja. Mhm. Jetzt mache ich das mit meiner Freundin alleine. Ach so. Wir sind jetzt auf dem Strich im Moment. Ja, das heißt, jetzt verdienst du auch Geld. Das war ja deine anfängliche Motivation. Warum? Hast du Schulden gehabt vor 6 Monaten? Oder warum stand dir finanziell das Wasser so bis zum Hals? Ja, ich habe sehr viele Schulden eigentlich, weil damals hatte ich einen Freund da, wo ich 18 gewesen bin und ich habe alles für ihn gemacht gehabt. So, ich habe immer zum Beispiel von D1 oder so, ich habe ihn Handys geholt gehabt und also hier mit diesen Kartenverträgen. Mhm. Und ja, ich habe das nie alles bezahlt gehabt oder ich habe noch Mietschulden und Stromschulden, also ich habe sehr viel. Ja, du hast es wahrscheinlich damals durchgerechnet, bevor man dann so einen Schritt macht und Prostituierte wird, obwohl man es eigentlich gar nicht werden will. Wie viel Schulden waren es denn vor 6 Monaten? Ja, mindestens noch 20.000. Mhm. Gut, das ist eine Stange Geld, ne? 20.000 D-Mark oder Euro? Nee, 20.000 D-Mark. 20.000 D-Mark. Mhm. Wie fühlst du dich denn jetzt bei dieser Arbeit? Sehr schlecht. Mhm. Wie viel freier hast du am Tag? Manchmal 10. Mhm. Ich habe auch keinen, mit dem ich irgendwie darüber reden kann oder so, weil meine Freundin, die versteht mich auch nicht, mit der ich das zusammen mache. Weil die ist da überzeugt, aber...
ja, die ist richtig dabei, so, die ist richtig drin, so, und ich weiß nicht, ich möchte einfach eigentlich gerne mit meinem Freund glücklich sein und mit ihm alleine sein, so, aber ich komme davon auch irgendwie nicht weg, weil das Geld, das reizt doch irgendwie. Jennifer, was hast du denn vorher beruflich gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Warum nicht? Ich weiß nicht, weil ich habe auch sowieso so eine schlechte Vergangenheit gehabt. Du hast auch keine Ausbildung gemacht, gar nichts? Nein, ich habe keinen Abschluss, nicht. Auch keinen Schulabschluss. Hast du denn schon mal irgendwie normal gearbeitet früher? Ja. Und was hast du da gemacht? Also ich habe bei Nokia mal gearbeitet gehabt, als Aushilfskraft. Und dann habe ich manchmal als Putzkraft gearbeitet gehabt. Also so Jobs einfach gemacht. Ja, genau. Nur so auf immer 630 Mark Basis. Was erzählst du denn jetzt im Moment deinem Freund, wenn du weggehst, wo du bist und was du machst? Also ich sag zu ihm, meine Mutter ist ja im Pflegedienst. Und ich sag zu ihm, ich habe zu ihm gesagt manchmal, dass ich manchmal mit ihm mitfahre. Dass ich ihm manchmal helfe, dass sie das manchmal nicht alleine schaffen tut und dass ich dafür dann auch Geld kriege. Verstehe. Also ich zeige ihm ja nicht genau das ganze Geld, was ich dann immer am Tag habe oder so. Wie viel hast du denn im, so im Durchschnitt pro Tag im Moment? Manchmal 900 Mark. Also jetzt ist ja der Euro, so manchmal 350 Euro. Oder ja, und wie viele Stunden arbeitest du dafür? Manchmal 5 bis 6 Stunden. Schläfst du mit deinem Freund auch noch? Ja. Mit ich habe ein ganz schlechtes Gewissen dabei. Ist es richtig, es klingt mir so, während du sprichst, dass dich diese Arbeit, kann man das so drastisch ausdrücken, dass die dich wirklich ankotzt? Ja, das kotzt mich wirklich an, aber ich weiß auch nicht irgendwie, was ich machen soll, weil das Geld, das lockt einen doch schon. Ich möchte gerne aufhören. Was glaubst du denn? Leichter gesagt als getan. Ja. Was glaubst du denn, was dein Freund sagt, wenn er das erfährt? Ich glaube, der wird mich verlassen. Weil er ist ja ziemlich eifersüchtig, weil ich bin ja mit einem Südländer zusammen. Und da möchte ich auch schon nicht, dass ich Wochenende in eine Disco gehe oder so. Wenn er das noch wüsste. Dann wäre die Beziehung sehr wahrscheinlich kaputt. Ja, und du hast ihn sehr gerne, du hast ihn sehr lieb. Ja. Was der Jennifer, ich glaube, wegen des Geldes darf man das niemals machen, sowas. Es gibt ja Prostituierte, die sagen, okay, das ist mein Job und ich mache das sogar gerne. Ich kann da das teilen, das Private und das Berufliche, das kann das voneinander trennen. Aber wenn man so fertig ist, wie du fertig bist, so wie du das jetzt auch darstellst, musst du da so schnell wie möglich raus. Auch wenn du finanziell in großen Problemen bist. Dann muss man über irgendetwas anderes nachdenken, dass du einfach mehr arbeiten gehst, mehr Jobs, nimm 5, 6 Jobs an. Putzstellen oder weiß ich was, aber geh aus diesem Milieu raus. Du riskierst jetzt erstmal deine Beziehung, das ist ja klar, aber du riskierst auch, dass du immer unzufriedener und unglücklicher wirst und deine Selbstachtung verlierst. Und du stehst ja im Moment unter keinem Druck, nicht im Zwang eines Zuhälters. Das heißt, du kannst ja rein theoretisch von heute auf morgen aufhören, ne? Ja, das ging schon. Aber, ne? Das ist ja wegen das Geld einfach. Ja, aber du siehst ja, wie unglücklich du bist und wie fertig dich das macht. Und das wird ja immer schlimmer werden. Und über kurz oder lang wird dein Freund das rauskriegen. Und dein Freund ist aber nicht das einzige Argument, finde ich, sondern du bist das Argument. Das ist mit dir und deinem Leben und deinen Gefühlen nur Schlechtes anrichtet, was du da tust. Ja, ich möchte ja schon gerne aufhören, aber ich weiß einfach nicht wie. Warst du schon mal bei einer Schuldnerberatung? So, da werden wir dir gleich mal eine Telefonnummer geben. Dann möchte ich sowieso, dass du mit meinem Psychologen noch mal ein paar Worte redest. Es gibt ja auch so Ausstiegsprogramme für Prostituierte, wie man das am geschicktesten anstellt. Ich finde, das wird er dir gleich erzählen und erklären. Ich finde, du musst es sofort machen. Das andere Ding ist jetzt, was dein Freund anbelangt. Du riskierst natürlich vollkommen, dass das alles kaputt ist. Ich glaube, in dem Fall wäre es ganz okay, wenn du einfach den Mantel des Schweigens darüber legst. Gesetzt den Fall, dass du wirklich von heute auf morgen aufhörst, dann verschweig es. Lass es einfach in der Vergangenheit versickern alles. Ja, aber vielleicht muss ich es ihm dann doch irgendwann mal sagen. Vielleicht irgendwann, aber vielleicht nicht sofort.
Weil die Gefahr besteht ja wirklich, dass du alles verlierst dann. Und das ist ja eine schlimme Katastrophe für dich. Aber das Oberste ist, dass du raus musst aus diesem Job, Jennifer. So schnell wie möglich. So schnell wie möglich. Und wenn du mit einer Schuldenberatung darüber sprichst, wie man mit deinen Schulden umgeht. Das sind ja Fachleute, die wissen das, wie man das macht. So. Und wenn du dann dir noch einige Gedanken machst, mehrere Jobs vielleicht zu finden. Und vielleicht sogar durch so ein Ausstiegsprogramm noch ein paar Tipps bekommst. Müsste es doch irgendwie klappen. Das müsste beim Teufel zugehen, wenn das nicht klappt. Ich sage dir als Außenstehender nur ganz klar, egal wie kompliziert die finanzielle Situation ist, raus. Und so schnell wie möglich. So. Und du legst jetzt bitte auf und mein Psychologe, der Johannes, ruft dich an und dann redet ihr weiter. Danke, Domian, dass ich mit dir einfach reden konnte. Alles Liebe, alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Jennifer, tschüss. 17 Jahre ist er oder sie, bei dem Namen weiß man das ja nie so genau, Alex. Hallo. Ein Mann. Ein junger Mann. Ich grüße dich. Hallo, Domian. Hallo, Alex. Was ist dein Thema? Also mein Thema ist, dass ich seit 2 Wochen weiß, dass meine Freundin Krebs hat. Krebs hat? Ja. Wie alt ist deine Freundin? 16. 16? Ja. Was für ein Krebs hat sie? Das ist Lymphdrüsenkrebs. Das ist... Den bekommen so ganz junge Leute auch schon. Ja. Ich dachte eigentlich immer so zwischen 20 und 40, aber... Ja, habe ich eigentlich auch gedacht oder noch drüber. Mhm. Wie ist das... wie hat sie das bemerkt, dass sie erkrankt ist? Wie ist es rausgekommen? Also sie hatte zwei... Schwellungen am Hals. Mhm. Und das hat sich halt, die Schmerzen haben sich ein bisschen in den Rücken gezogen. Und dann ist sie halt immer zum Arzt gegangen. Und irgendwann haben die Ärzte dann einen Ultraschall gemacht. Ja. Und dann sind sie zuerst davon ausgegangen, dass das ein geschwollener Lymphdrüse ist. Mhm. Dann wurde Computertomographie, Gewebeentnahme und Rückenmarkentnahme gemacht. Mhm. Und ja, dann haben die Ärzte das halt festgestellt. Mhm. Wie weit ist denn dieser Krebs schon fortgeschritten? Das ist das zweite Stadium A. Also das ist noch kein Organbefall. Mhm. Es sind diese zwei Lymphdrüsen im Hals und jetzt halt zwei Tumore. Ja. Und sonst sind auch ein paar wenige Lymphdrüsen befallen, also nur im oberen Brustbereich. Ich weiß in meinem medizinischen Laienwissen, dass Lymphdrüsenkrebs, wenn man den rechtzeitig erkennt, eine hohe Heilungschance hat. Ja, der Arzt meinte mit ihrem Alter zu 99,99%. Heilungschance. Heilungschance, ja. Das ist ja schon mal beruhigend. Ja. Auch wenn es eine sehr schlimme Nachricht ist und eine schwere Diagnose. Ja, aber das ist halt auch durch die Chemotherapie, die sie kriegt. Mhm. Kriegt sie die jetzt schon? Ist das schon so schnell eingeleitet? Ja, vor 2 Wochen Donnerstag hat sie das erfahren und Montag kam direkt die erste. Ach, so schnell ging das? Mhm. Ja, man darf sich das ja nicht einfach weiterbilden lassen. Es muss sehr schnell gehen. Mhm. Und da ist das Immunsystem ja total runter. Ja, den Leuten geht's weg. Ja. Also bei ihr ist das Komische noch, dass das normal ist, das Immunsystem. Mhm. Ist sie zu Hause oder wird das dann ausschließlich im Krankenhaus gemacht? Also sie ist... unter der Woche zu Hause und einmal in 2 Wochen bekommt sie diese Chemotherapie. Ach so, und dann kann sie dann danach? Ich glaube 2 oder 3 Nächte da. Verstehe. Zur Beobachtung nehmen. Haut sie das denn, ich meine, das ist ja eigentlich, ist ein gutes Zeichen, dass das Immunsystem noch stark ist? Oder ist das ein Zeichen dafür, dass die Chemotherapie nicht anschlägt? Nee, das ist ein sehr gutes Zeichen. Ein gutes Zeichen. Das heißt, ihr geht es auch nicht so ganz elend, wie man das so oft hört von Menschen, die das machen müssen. Also doch, ihr ist oft schlecht. Mhm. Sie muss auch 20 Tabletten am Tag schlucken, viel Cortison und... Wie ist denn ihre seelische Verfassung? Das ist ja nun sehr schlimm, wenn man mit 16 Jahren so eine Diagnose bekommt. Sie haben Lymphdrüsenkrebs. Die seelische Verfassung ist ganz unten. Die ist ganz unten. Ja, also es kommt drauf an, manchmal kriegt sie so Zusammenbrüche aus Angst vor der nächsten Chemotherapie, ob es ihr dann schlechter geht oder... Also im Moment fallen ja auch schon die Haare aus und sowas. Ja, das ist ja auch normal, ne, bei dieser Therapie. Nee. Ist nicht normal. Ich dachte, nee, das wäre immer so. Das ist individuell bei jedem Patienten.
Das ist auf jede Person anders bezogen. Ja. Jetzt habe ich dich nach ihrer Reaktion gefragt, wie es ihr geht. Nun bist du ihr Freund. Ja. Und eben auch jemand, der ganz nah an ihr dran ist. Wie gehst du denn damit um? Wie geht es dir denn damit? Mir geht es ziemlich schlecht. Weil ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Sie ist meine Freundin, wir sind seit gestern anderthalb Jahre zusammen. Und ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Wie hast du denn jetzt reagiert, die letzten zwei Wochen, seitdem das klar ist? Also, am Anfang war ich total fertig, weil in meiner Familie gibt es auch viele Krebsfälle. Und das Einzige, was ich für sie machen kann, ist, ihr das so nicht direkt zu zeigen, dass mich das so runterzieht, weil das zieht sie dann auch runter. Also ich versuche ihr möglichst stark zur Seite zu stehen, weil... Aber Alex, das ist genau die Lösung, die du gerade formuliert hast. Genau so musst du es auch weitermachen. Ja, aber... Auch wenn es dir sehr schwer fällt. Du musst jetzt ganz, ganz nah und gut für sie da sein. Und die Grundvoraussetzungen sind doch positiv. Ja. Ne, guck mal, wenn die Ärzte schon sagen, 99% Heilungschancen, das ist ja ganz toll. Das heißt ja, man muss jetzt durch eine harte Zeit gemeinsam durch, aber es wird dann auch erfolgreich sein. Es wäre viel schlimmer, wenn jetzt schon Organe befallen wären und die Ärzte würden sagen, naja, 50-50 oder so. Ja, aber ich finde das auch so unfair, sie ist 16. Ja, das ist natürlich richtig, aber... Am Anfang habe ich das überhaupt nicht verstanden. Warum sie? Das ist, finde ich, am komischsten, die Frage, warum sie? Die Frage wird man nie beantworten können. Ja, aber... Ja. Und es gibt ja noch viel jüngere Menschen oder Kinder, die schwer an Krebs erkrankt sind. Ja, auf der Krebsstation, wo sie liegt, da sind 5 Monate alte Babys, die haben das schon irgendwie. Ja. Ich glaube, diese Frage, die ist natürlich vollkommen berechtigt, aber die bringt einen nicht weiter. Und ich glaube, in so einer Situation hilft es nur, wenn man nach vorne guckt und positiv ist und Kraft dem anderen zeigt. Und wenn du selbst sehr traurig bist, kannst du ja zu Hause heulen. Aber nicht in ihrer Anwesenheit. Mach's ihr so schön, sei für sie da, bring ihr schöne Geschenke mit und mach alles Schöne, was ihr gefällt. Hol DVDs und guckt euch im Prinzip alles, was nett ist für sie. Ja, aber ich weiß, dass ich jetzt zu ihr stehen muss, aber ich weiß auch, dass das so irgendwie jetzt die schwerste Zeit wird, die ich bis jetzt je hatte. Klar. Aber vielleicht ist das auch noch wieder eine tolle Chance für eure Beziehung, dass diese schwere Zeit euch jetzt noch mehr aneinander bindet. Ja, das ist jetzt schon so. Ist jetzt schon so. Vorher auch schon, waren die letzten Monate, liefen super. Und dann kam natürlich erst mal dieser Schock, aber jetzt läuft irgendwie noch viel besser. Ich finde das völlig normal, dass du auch Angst hast oder jetzt auch sagst, ich kann das nicht, ich schaff das nicht, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Das ist natürlich ein schwerer Schicksalsschlag. Aber auf der anderen Seite hast du ja auch schon selbst das Richtige gesagt. Du musst jetzt zu ihr stehen und da musst du dich jetzt richtig innerlich zusammenreißen. Und zu, Augen zu und durch. Und wirklich ihr beistehen. Weil sie braucht so sehr den Beistand und auch eine gute Stimmung einfach von draußen. Und du bist ja jemand, der ihr das jetzt auch vermitteln kann. Ja. Neben ihrer Familie wahrscheinlich oder Geschwister, weiß ich nicht. Ja, sie lebt bei ihrer Tante. Bei der Tante, na gut, dann ist es die Tante. Ja. Also, du hast alles Recht der Welt, traurig zu sein und auch fertig zu sein, aber nicht ihr gegenüber. Ihr gegenüber gute Miene zu traurigem Spiel im Moment. Aber, ja, das ist gar nicht so einfach. Nee, aber du kannst dich ja wirklich selbst so motivieren, Alex. Ich sag's nochmal, dass das Ende ja höchstwahrscheinlich sehr, sehr gut sein wird und positiv. Ja. Ne? Das sollte dir die Kraft auch geben dafür. Oh, ja. Ne? Kennt sie mich? Kennst du diese Sendung hier? Weißt du das? Ich glaube, ja. Dann bestell dir doch die allerherzigsten Grüße von mir. Tu ich. Alles Gute und gute Besserung und dir auch. Und steht die Zeit gemeinsam gut durch. Okay. Vielleicht in einem halben Jahr, ich weiß nicht, wie lange es dauert, ist alles vielleicht rum. 3,5 Monate. 3,5 Monate. Das heißt, im Sommer könnt ihr vielleicht schon schön zusammen irgendwo hinfahren. Ja, auf jeden Fall. Ne? Alex, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschö. Sabine, 40 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Sabine. Was ist dein Thema? Warum hast du angerufen? Mein Thema hat eigentlich mit dem vorigen Thema zu tun.
von Alex gerade? Ja. Mhm. Inwiefern? Also, ich habe einen Ehemann noch und der hat mir im Januar 2000 gesagt, dass er Prostatakrebs hat. Mhm. Mhm. Wie alt ist dein Ehemann? Der ist ein bisschen jünger, der war da 36. Mhm. Im Januar 2000? Ja. Mhm. Und da war für mich natürlich alles vorbei. Mhm. Ja. Wie ging es dann weiter? Ja, er hat gesagt, er war eben beim Arzt und hat, das wurde dann festgestellt und er hätte eine Überlebenschance von 15%. Das ist so gut wie gar nichts. Das ist so gut wie gar nichts, ja. Ja, mhm. Ja, und dann habe ich natürlich nur noch geheult und bin mitgestorben und meine Mutter musste das mit ansehen und ich habe auch einen 12-jährigen Sohn, der ja. das auch mitbekommen. Ich unterbreche mal eben, wie hat er das denn bemerkt? Hat er eine Vorsorgeuntersuchung gemacht? Er ist vom Arzt gekommen, vom Urologen. Und warum ist er überhaupt zum Urologen gegangen? Das weiß ich nicht. Mhm. Er hatte mir hinterher gesagt, er hätte Blut im Urin gehabt. Mhm. Aber, ja. Gut, das kann ja sein. Ja, mhm. Habe ich auch geglaubt, haben wir alle geglaubt. Ja, 15% Überlebenschance. Und dann hat er, dann habe ich natürlich ein paar Tage geweint. Dann kam er plötzlich nach ein paar Tagen wieder und hat gesagt, gute Nachrichten, es gibt in Amerika ein Medikament, das sind Ampullen, die sind aber hier noch nicht auf dem Markt, die muss er erst selbst bezahlen. Ja. Aber die hätten eine sehr gute Heilungschance. Und zwar hätte er eine Überlebenschance von 70-80%, wenn er die kriegen könnte. Mhm. Aber die müsste er erst selbst bezahlen. Mhm. Und die sind sehr teuer, nämlich 45.000 Mark. 45.000 Mark. Ja. Mhm. Und wir alle ganz aufgeregt und hat er gesagt, ja, durch seine Familie könnte er sich 35.000 Mark leihen. Mhm. Und die restlichen 10.000 hätte er nicht. Ja. Ja, und weil ich so verzweifelt war und weil meine Mutter das so mitgekriegt hat, hat sie gesagt, so, ich gebe dir die 10.000 Mark, damit du überleben kannst. Ja, ne? Was ja auch normal ist, dass man dann hilft. Ja. Ja. Ja, dann hat sie ihm die 10.000 Mark gegeben und dann hat er auch weiter die Geschichte erzählt, ja, die Ampullen waren dann im März da und er hätte die bekommen und Bestrahlung und es würde jetzt besser gehen. Ja, und das war alles ganz schön. Mhm. Mhm. Ich höre in dem, wie du das erzählst, dass jetzt ein großes Aber kommt. Ja, das ist auch ein großes Aber. Ich habe immer gedacht, komisch, ihm fällt kein Haar aus, er muss nicht ins Krankenhaus. Mhm. Er hat immer gesagt, das wird ambulant gemacht und er hätte auch bei der Medizinischen Hochschule Hannover, die ja sehr bekannt ist, unterschreiben müssen, dass er das auf eigene Gefahr, also ambulant macht. Ne? Habe ich alles geglaubt, weil ich kenne mich damit nicht so aus. Ich war nur, was heißt traurig, ich bin mitgestorben. Hat er dich belogen? Er hat mich belogen. Wie kam es raus? Erstmal lebt er heute noch fröhlich. Es ist ihm bis heute kein Haar ausgefallen. Er war bis heute nicht im Krankenhaus. Und ich habe dann, weil ich mich intensiv umgeguckt habe, also man kann auch sagen, geschnüffelt habe, habe ich dann eine Rechnung gefunden von einem Urologen. Er war tatsächlich Ende Januar beim Arzt, hat auch die ganzen Untersuchungen machen lassen, Prostata. Mhm. Aber da war nichts. Die einzige Diagnose war Diabetes, das wusste ich aber. Ja, also hat er die 10.000 Mark bekommen und dann habe ich gedacht, ja, wozu braucht er denn die 10.000 Mark? Und dann durch eigene Nachforschung hin habe ich herausgefunden, dass er die brauchte, um mit einer seiner Dauergeliebten in Urlaub zu fliegen. Und da war ich platt und ich bin heute noch platt. Und dann hat meine Mutter dann ein Jahr später, weil sie immer gesagt hat, wann kriege ich denn mein Geld wieder? Ne? Er hat nämlich gesagt, die Krankenkasse bezahlt das, so 4 Wochen später, wenn es anschlägt und gut wird, bezahlt die das. Ja, hat meine Mutter gesagt, dann kriege ich das Geld wieder, hat er irgendwas erzählt, weiß ich nicht, blödsinnige Antworten. Jedenfalls hat sie dann im Januar 2001 Anzeige erstattet, dass es eben durch Betrug er sich die 10.000 Mark erschlichen hat. Und jetzt am 29.04. ist der Prozess. Und er war nie krebskrank und ich bin mitgestorben, das heißt, ich war die Einzige, die gestorben ist. Was ist das für eine Geschichte, was ist das für ein Mann? Wie lange wart ihr verheiratet? Ich kenne ihn seit Juli 97, geheiratet habe ich ihn im Mai 99, 8 Monate später, nämlich im Januar 2000 hat er mir die Geschichte erzählt. Das ist ja eine unglaublich perfide Geschichte. Das ist widerlich hoch 3. Als du ihm damals auf die Schliche gekommen bist? Ne, als du da in diesen Unterlagen rumgeguckt hast, das war das Zufall eigentlich, dass du da in die Unterlagen geguckt hast? Ich wollte mich scheiden lassen, weil er schon dann anfing, mich zu missachten und echt ekelhaft behandelt hat. Aber da warst du ja noch der Auffassung, dass er wirklich krank ist. Ja, ich habe nur gedacht,
komisch, das geht bei ihm so glatt, 15% Überlebenschance, also quasi tot und man merkt nichts und immer ambulant und nie Krankenhaus, das fand ich komisch. Aber da hatte er doch diese angeblichen Ampullen schon genommen, oder nicht? Ja, und das ging ganz toll und dann hat er gesagt, es zieht sich zusammen und es braucht dann auch gar nicht rausoperiert werden. Verstehe, auf jeden Fall wurdest du da irgendwie misstrauisch und irgendwie war die Stimmung nicht gut. Da hast du nachgeguckt und bist ihm da mehr oder weniger auf die Schliche gekommen. Und durch Zufall habe ich diese Rechnung gefunden. Ja, als du ihn dann mit deiner Erkenntnis konfrontiert hast, wie hat er sich denn da verhalten? Da habe ich auch gesagt, was denkst du dir? Denkst du dir, dass meine Mutter die 10.000 Mark vergisst oder was? Und wie will er mit mir weiterleben überhaupt? Da hat er gesagt, er liebt mich, das sagt er heute noch. Er schreibt mir heute noch SMS, ich soll nicht so kleinlich sein, ich soll ihm verzeihen können. Und er wüsste nicht, warum er das gemacht hat. Ich sollte ihm verzeihen. Ich finde es unglaublich. Ich finde, diese 10.000 Mark, das ist schon auch schlimm, aber die finde ich gar nicht so ganz schlimm. Schlimm finde ich, den Betrug, den er an dir begangen hat. Und dann auch noch mit einer so schlimmen Krankheit, wo man nun wirklich keine Scherz oder irgendwelche Spielereien mit betreibt. Ne? Und dann ist er mit dem Geld noch mit einer Freundin anderen Frau in Urlaub geflogen. Das verpulvert. Das ist unglaublich. Wann bist du aus der Wohnung raus oder wann hast du ihn rausgeschmissen? Meine Mutter hat ein Haus, wo wir drin wohnen, ein Mehrfamilienhaus, und da habe ich ihn dann genau am 15. Dezember 2000 rausgeschmissen. Und er, das ist ja schon eine ganze Weile, ja. Und er schreibt dir heute immer noch Simse und bittet um Verzeihung. Was ist denn das für ein Typ? Weiß ich nicht. Also ein Betrüger. Was ich herausgefunden habe, ist, dass er wohl ein Berufsbetrüger ist. Das hört sich jetzt komisch an. Ich habe nämlich auch erst gedacht, oh Gott, er hat das bestimmt nur gemacht, weil er irgendwie Sorgen hat oder so. Aber jetzt habe ich herausgefunden, er ist ein Berufsbetrüger, finanziert seinen Unterhalt durch Betrügereien. Was macht er so vom Beruf? Offiziell? Er sagt immer Detektiv. Ach so, das ist ja schon gleich sowas Seltsames, wenn er dir keinen richtigen... Habe ich auch gesagt, Detektiv ist irgendwie Halbseiden. Da hat er immer gesagt, es wäre unerhört, dass ich das behaupte. Ja, es gibt ganz seriöse Detektiven. Deswegen habe ich es ja auch geglaubt. Ja. Mit seiner Dauergeliebten, mit der er auf Mallorca war, Kontakt geknüpft, weil ich ja weiterkommen wollte mit meinen... Und da hat sie gesagt, dass er ihr auch 7.000 Mark aus der Tasche gezogen hat. Aber jetzt steht der Prozess an. Das ist schon mal ganz gut. Wieso seid ihr noch nicht geschieden? Weil er den Versorgungsausgleich nicht ausfüllt. Ich weiß jetzt nicht, ob du das weißt. Ich lasse mich auch das erste Mal scheiden, aber man muss einen Versorgungsausgleich ausfüllen. Und dann muss man irgendwie raufschreiben, was man verdient hat, damit die irgendwie, weiß ich nicht, ob das jetzt Streitwert heißt, dass man das ordnen kann, was wer bezahlen muss, was dazugekommen ist und so. Und das kann er nicht ausfüllen, weil er nämlich auch das Finanzamt von A bis Z beschissen hat. Heißt das, dass du noch eine Weile mit dem wirst verheiratet sein müssen? Ja. Was ja eigentlich jetzt auch egal ist, aber ihr lebt ja nicht mehr zusammen. Ja. Ich finde, je mehr ich das so sacken lasse, diese Geschichte, nicht nur diese Lüge so schlimm, ich finde auch so sehr schlimm, was er dir angetan hat, weil du hast ja mitgelitten, ne? Natürlich, wenn der Ehemann an Krebs zu sterben droht, das ist unglaublich. Ja, und dann ist er noch mit der Frau, und der Witz, ich meine, das gehört hier gar nicht hin, aber der Witz ist, ich habe dann ja recherchiert und nachgeforscht und angerufen und dann habe ich herausgefunden, dass er in anderthalb Jahren Ehe mich mit 11 Frauen betrogen hat. Mit 11 Frauen. 11. Was empfindest du diesem Mann gegenüber heute? Verachtung. Also hassen tue ich ihn nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum ich ihn nicht hasse, aber ich verachte ihn. Mhm. Wenn du an diese Gerichtsverhandlung denkst... Habe ich Angst. Hast du Angst, ja. Obwohl ich eigentlich auf der anderen Seite auch froh bin, dass ich endlich mal drüber sprechen kann, aber ich habe es doch schon Schiss. Die 10.000 Mark, die er abgezockt hat bei deiner Mutter, ist deiner Mutter sehr schwer gefallen oder das auch noch? Also deine Mutter hat nicht sehr viel Geld, das ist nicht keine reiche Frau. Die waren auch schon reserviert für einen anderen Fall. Also da musste sie auch Gerichtskosten bezahlen. Das ging aber um eine Bausache, also nicht schlimm. Aber ich weiß gar nicht, was man aus dieser Geschichte kann man eigentlich gar keine Schlüsse ziehen. Ne? Das kann einem einfach passieren, sowas. Ja. Du hast diesen Mann ja vorher dir auch genau angeguckt und hast überhaupt nicht erahnt, was mit dem los ist. Die ganze Familie hält zusammen. Ich habe mit der Oma gesprochen, die hat mich angegrinst und hat mir vorgespielt, dass es ein ganz solider Mensch ist, die Schwester, alle. Also ich bin da nicht. Ich habe mich schon informiert und die haben mich alle belogen. Sei froh, dass du ihn los bist. Ja. Und ich hoffe, dass du und ihr euer Recht bekommt und vor allen Dingen, dass deine Mutter die 10.000 Mark zurückkriegt, was wahrscheinlich sehr schwierig sein wird. Ne? Der zahlt nicht. Ich musste ja auch noch Raten bezahlen für ihn, weil ich ja als treue Ehefrau was bestellt habe und habe gedacht, macht ja nichts, so als Frau kann man das ja machen. Und das hat er mir dann auch nicht mehr gegeben, 2.000 Mark. Unglaublich.
Toi, toi, toi für den Prozess, Sabine. Ja, ich kann ja dann noch erzählen, was da... Ja, genau, ruf doch mal an, wenn dieser Prozess gelaufen ist. Ja, in der Tat, mach es bitte, ja. Ja. Alles Gute. Danke schön. Auf Wiederhören. Mhm. Tschüss. Tschüss. 1.37 Uhr und 13 Sekunden. Wir machen eine ganz kleine Pause. Nur 37 und 47 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht, freie Themennacht. Ihr könnt mich gerne anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Ganz egal, über was. Telefonnummer 0800 567 8111, Faxnummer 0800 567 8110. Ein Fax, eine Resonanz auf gestern, auf die gestrige Sendung von Ute und eine Reaktion, keine Resonanz, eine Reaktion auf die gestrige Sendung von Ute. Und Ute schreibt, hallo Domian, ich fand es sehr beeindruckend, wie du auf die 31-jährige Sozialhilfeempfängerin bzw. Schmarotzerin reagiert hast und ehrlich deine Meinung gesagt hast. Du hast genau die richtigen Worte gefunden. Ich als Rechtsanwältin habe sehr viel mit Sozialempfängern zu tun. Es gibt da tatsächlich noch viel krassere Sachen und viel krassere Fälle. Zum Glück weiß dies der Großteil der Bevölkerung nicht, sonst gäbe es doch erheblich mehr Unmut unter der arbeitenden Bevölkerung. Woher nimmt eigentlich die Anruferin ihre Daseinsberechtigung? Ich lese diese Zeilen nur stellvertretend vor, weil wir wirklich sehr, sehr viel Post, empörende Post bekommen haben auf die junge Dame gestern, die sich wirklich hinten und vorne vom Staat, von unseren Steuergeldern verwöhnen lässt. Jetzt bin ich verbunden mit Miriam. Miriam ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Miriam. Hallo Domian. Ja, wir hören uns. Ja, wir hören uns. Um was geht's? Ja, ich habe vorhin schon deinen Leuten, ich sag jetzt mal, ja? Ich weiß nicht, wer es war, ja, erzählt, ich habe ein großes Problem. Und zwar fühle ich mich als Mann im Frauenkörper. Mhm. Du hast eine sehr, sehr feminine Stimme. Ja, ja, ich sage jetzt mal, auch deswegen fällt es nicht besonders auf. Ja, wie siehst du denn aus? Siehst du auch, hast du etwas maskuline Züge? Oder eigentlich siehst du sehr, sehr normal, was man so normal fraulich nennt, aus? Ja, also ich sag jetzt mal, mein Gesicht ist so, ist schon sehr feminin. Mhm. Aber ich versuche halt, möglichst viel Maskulines rauszuholen. Sprich, ich trage relativ, beziehungsweise extrem kurzes Haar. Mhm. Ich versuche mich auch so männlich wie möglich zu kleiden. Mhm. Mein Problem ist, das fällt meinen Eltern natürlich auch in einer gewissen Weise auf. Also Minirock und Stöckelschuhe und so ist nicht angesagt. Nee, das ist überhaupt nicht angesagt. Gar nicht. Und ich habe halt große Angst, dass meine Eltern irgendwie dahinter kommen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich da auf positive Reaktionen stoße. Also das Gefühl, in einem falschen Körper zu sein, nämlich im weiblichen Körper, und du wärst viel lieber in einem männlichen Körper. Wie ist dir das klar geworden? Seit wann merkst du das? Oder bemerkst du das? Das habe ich relativ früh bemerkt, muss ich sagen. Ich war... also so in der Pubertät habe ich das schon gemerkt. Mhm. Ich habe das vorhin auch schon in deiner Redaktion erzählt. Es war im Grunde so, ich habe trotz alledem immer einen weiblichen Freundeskreis gehabt. Mhm. Nicht, dass ich jetzt mit Jungs oder Männern nicht klarkam, sondern ja, ich kann das nicht beschreiben. Ich hatte trotzdem halt immer einen weiblichen Freundeskreis. Mhm. Und es fing dann halt an, in der Pubertät, dass ich dann doch merkte, mich zu der einen oder anderen Frau extrem hingezogen zu fühlen. Mhm. Gut, da könnte man auch denken, ich bin halt lesbisch gestrickt. Das ist ja noch was anderes als das, was du für dich empfindest. Ja, das ist zwar richtig, aber es ist halt so, dass ich mich von meinem eigenen Körper extrem abgestoßen fühle. Sprich, Brüste finde ich also ganz schlimm. Mhm. Die versuche ich auch weitgehend zu verstecken. Ich habe es also schon so gemacht, was ich halt relativ lästig fand später,
dass ich, wenn ich aus dem Haus gegangen bin, immer eine Mullbinde dabei hatte und die Busse dann in einem stillen Moment, wenn meine Eltern das nicht mitgekriegt haben, abgebunden habe. Mhm. Mhm. Und ja. Wie ist es mit, was hast du für ein Gefühl zu deiner Vagina? Gar kein. Also ich habe gar keine Beziehung dazu. Das war ganz extrem bei meiner letzten Beziehung. Also ich war verliebt mhm. in eine Frau. Mhm. Und hatte mit der auch eine sehr intensive Beziehung. Mhm. Und das heißt, ging dann... Bitte? Das heißt, ihr hattet auch Sex miteinander? Ja, hatten wir. Es war dann halt so, dass sie sich gewundert hat, dass ich beim Sex halt immer nur auf ihren Körper fixiert war mhm. und an meinem im Grunde gar nichts groß stattgefunden mhm. hat. Ich auch nicht zugelassen habe, dass sie irgendwie... In gewisser Weise meine Vagina oder meine Brüste angefasst hat. Das habe ich also überhaupt nicht erst zugelassen. Das heißt, in diesen sexuellen Handlungen ist es bei dir nie zu einem Orgasmus gekommen? Nein. Nein. Gar nicht. Hast du denn schon mal überhaupt einen Orgasmus erlebt? Nein. Das heißt, du masturbierst auch nicht? Nein, gar nicht. Kann ich mir das wirklich so vorstellen, dass für dich diese untere Zone eigentlich völlig tabu ist? Ja. Für mich und auch für andere, auch für meine Partnerin ist diese Zone völlig tabu. Das ist für dich einfach eine Ausscheidungsregion und nicht weit, nichts mehr. Richtig, richtig. Mhm. Ich sag jetzt mal selbst, wenn man es jetzt ganz platt sagt, diese Ausscheidungsfunktion, sondern alleine das stößt mich ab. Also wenn ich jetzt auf Toilette gehe und ja, als Frau muss man sich dann nun mal halt abputzen, selbst das finde ich schon absolut abartig. Und selbst das fällt mir schwer. Und, aber das ist, wenn du mit Frauen zusammen bist, bei einer anderen Frau ist es völlig andersherum. Da interessiert dich das schon und du magst es gar nicht anfassen und so. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und das war halt auch das Problem meiner letzten Freundin. Sie sagte halt, unser gesamter sexueller Kontakt findet immer nur an meinem Körper statt, an deinem findet überhaupt nichts statt. Ich darf dich nicht anfassen. Du fasst dich nicht an. Was ist los mit dir? Und das wurde dann hinterher halt so extrem und so anstrengend für uns beide, dass sie dann halt die Beziehung beendet hat und mir dann halt geraten hat, sozusagen erstmal mit mir selber klarzukommen. Sie hat dann halt schon irgendwie bemerkt, dass mit mir was nicht stimmt, dass ich mit meinen Gefühlen oder mit mir selber nicht klarkomme. Miriam, wenn du so in ganz intimen Situationen träumst oder so vor dich hinspinnst oder denkst oder fantasierst, dir wäre es am liebsten, wenn du einen männlichen Körper und einen Penis hättest. Richtig. Mhm. Also ich hätte halt auch so gerne das Gefühl, mal... außer mit den Händen oder sonst irgendwelchen Körpergegenständen in einer Frau zu sein. Also in eine Frau einzudringen. Das klingt ja wirklich so nach einer transsexuellen Identität, die du hast, wenn du ein transsexueller Mensch bist. Hast du dich mit dieser Thematik schon beschäftigt? Was heißt mit der Thematik? Also ich war beim Psychologen. Was mir auch schon sehr schwer gefallen ist, mich ihm gegenüber zu öffnen in der Hinsicht. Das heißt, bei ihm hast du zum ersten Mal ganz offen geredet, so wie du jetzt gerade hier mit mir auch redest. Ja, richtig. Mhm. Und er hat mir halt schon versucht, weitgehend zu helfen. Er hat mir einige Ärzte empfohlen, an die ich mich wenden kann, zwecks Operation, sprich aus dem ganzen Penis zu machen, was ich nun da unten habe. Und ich habe mich aber trotzdem immer ein bisschen gescheut, dahin zu gehen. Ganz einfach aus der familiären Sicht. Mhm. Wobei das alles ja auch nicht so einfach ist. Richtig. Das dauert ja sehr lange, bis man sich einer Operation unterziehen kann, bevor man auch überhaupt so einen Identitätswechsel vollziehen kann. Da sind ja viele Stunden beim Psychiater, beim Psychologen notwendig vorher. Richtig. Das zieht sich ja dann doch schon eine ganze Weile hin. Schwierig ist das, das ist mir schon klar. Natürlich, was deine Umwelt anbelangt, was die Familie anbelangt. Ich glaube, das ist noch schwieriger, einer Familie verständlich zu machen, als wenn du sagst, oder nur sagst, ich bin lesbisch. Ne? Ja. Wenn du jetzt sagst, ich bin transsexuell und möchte eigentlich ein Mann sein, das ist natürlich das Schwierigste wahrscheinlich, was so in der Normalität überhaupt nachvollzogen werden kann. Ja. Was hast du denn für ein Elternhaus? Sind das eher traditionelle Menschen oder kann man mit denen reden? Also ja, man kann auch mit traditionellen Menschen reden, aber ist es eher verbohrte Leute oder... Na,
Nein, ich sage jetzt mal, wenn ich das Gefühl hätte, dass man mit ihm darüber sprechen kann, hätte ich sicherlich schon getan. Mhm. Aber ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass sie irgendwie relativ katholisch oder so erzogen wären. Wissen die das denn, dass du schon eine lesbische Beziehung hattest oder lesbische Beziehungen? Ja, ich glaube, also ich habe noch nie eine Frau mit nach Hause gebracht. Mhm. Also da habe ich mich halt auch schon gesträubt, aber ich denke, sie ahnen es. Mhm. Aber das wurde noch nicht thematisiert? Nein, mhm. Also das Thema wird bei meinen Eltern komplett totgeschwiegen. Mhm. Es wurde auch noch nie irgendwie darauf angespielt, dass ich irgendwie nicht mal einen Freund habe oder so. Mhm. Ich denke schon, dass sie es ahnen. Mhm. Und sie scheuen sich halt komplett, mich darauf anzusprechen. Mhm. Und ich scheue mich halt davor, es auszusprechen. Klar. Es ist aber auch ein großer Schritt, das, was dich jetzt betrifft, was du gerade erzählt hast, dieses auszusprechen, das finde ich schon enorm. Mir beweist die Tatsache, wie du das erzählt hast jetzt, dass du für dich ja eigentlich völlig klar bist, ne? Ja, bin ich, ja? Auf jeden Fall. Es gibt ja oft Menschen, die so in diese transsexuelle Identität hineinkommen, wo man so das Gefühl hat, die wissen das selbst noch nicht richtig, aber du weißt es wirklich. Ich weiß es. Wenn man dich so per Fingerclip verzaubern könnte, würdest du sagen, sofort Mann, ne? Ja, auf jeden Fall. Du lebst also auch noch bei deinen Eltern? Ja. Was machst du vom Beruf? Bist du noch Schülerin oder Arbeit? Ich bin noch Schülerin. Du bist noch Schülerin. Mhm. Mhm. Also, ich finde, dass du vielleicht doch noch eingehender dich mit dir beschäftigen solltest und vielleicht auch diesen langen Weg noch mehr erkunden solltest oder vielleicht schon anfangen solltest zu gehen. Ist ja, da habe ich halt Angst vor. Mhm. Bevor du das denn alles so definitiv deinen Eltern erzählst, es geht natürlich auch jetzt schon. Es geht vielleicht, je früher, desto besser. Ich meine, letztendlich habe ich ja gesagt, gerade du bist dir im Klaren. Und wenn du dir im Klaren bist, kannst du es eigentlich auch aussprechen. Das Ganze wäre ja auch mit der Chance verbunden. Nehmen wir mal an, wollen wir mal hoffen, deine Eltern verstoßen dich nicht, dass deine Eltern dich bei diesem schweren Gang bis hin zu einer körperlichen Umwandlung auch begleiten könnten. Ja, aber genau Ersteres, da habe ich Angst vor, dass sie halt sagen, irgendwie, du bist nicht mehr meine Tochter beziehungsweise mein Sohn. Mhm. Ich habe halt wirklich große Angst und ich glaube auch begründete Angst, dass sie es nicht verstehen. Wie lange wirst du denn noch zu Hause wohnen? Ist das absehbar? Ja, nicht wirklich. Also ich möchte jetzt mein Studium anfangen. Mhm. Ich würde gern ein Studium im juristischen Bereich machen. Wann planst du denn, wann machst du denn Abitur? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Mhm. Dann wäre es vielleicht ganz, ganz klug, die Überlegung, es ihnen ganz klar zu offenbaren, wenn du nicht mehr bei ihnen wohnst, wenn du ausgezogen bist. Das wäre vielleicht etwas einfacher für euch alle, für dich auch, weil sie werden eine gewisse Zeit brauchen, um das zu verkraften. Und wenn man dann räumlich getrennt ist, ist es vielleicht angenehmer für beide Seiten. Ja, das ist aber auch wieder ein Problem, denn wenn ich jetzt mein Studium beginne, ich habe mich natürlich schon damit auseinandergesetzt, auszuziehen. Mhm. Und mein Problem ist, wenn ich mein Studium beginne, ich bekomme kein BAföG. Mhm. Das bedeutet also, dass angenommen, ich setze mich jetzt mit meinen Eltern auseinander und die sagen, tut mir leid, also wir kommen damit nicht klar. Ich sage jetzt mal was ganz Provokatives. Ja, bitte. Das ist scheißegal. Es geht um dein Leben, es geht um deine seelische, körperliche Identität. Dann wird dieses Geldproblem irgendwie auch zu regeln sein. Dann gehst du halt arbeiten für dein Studium. Habe ich auch gemacht. Ja, sicherlich. Aber ich sage jetzt mal, es ist relativ schwierig, ein so lernintensives Studium zu führen und zu arbeiten. Alles klar, Miriam. Aber das darf nicht der Grund sein, jetzt taktisch mit deinen Eltern umzugehen, in der Hoffnung, dass die dir nicht den Geldhahn zudrehen. Das muss das allerletzte Argument sein. Das Hauptargument ist, wie wirst du mit deinem Leben, wie kommst du am besten in die Bahn, die dir gemäß ist? Mhm. So, und das ist das allererste. Und das zweite ist dann, wie sage ich es meinen Eltern? Ja, ich habe halt schon Angst, es hört jetzt vielleicht blöd an, aber vor dem sozialen Abstieg, sage ich jetzt mal ganz brutal. Mhm. Denn es steht definitiv fest, ich kriege kein BAföG. Mhm. Und meine einzige Chance wäre im Grunde, jetzt angenommen, meine Eltern würden mir jegliche Unterstützung verwehren, wäre, wie man das so kennt, halt ein Prozess mit meinen Eltern, denn sie sind ja verpflichtet, mich zu unterstützen während meines Studiums. Und ich habe halt schon Angst, dass ich dann alle Türen hinter mir zuschmeiße. Klar, das wird ein komplizierter und steiniger Weg, den du jetzt vor dir hast. Ja. Aber du musst halt Entscheidungen treffen und du musst ihn auch gehen.
Und ich habe halt enorme Angst. Ja, das kann ich verstehen, das kann ich gut verstehen. Ich möchte, dass du mit meinem Psychologen jetzt nochmal was redest. Ja, gerne. Nämlich, dass er, wenn du das nicht schon weißt, es gibt eine bundesweite Selbsthilfeorganisation von transsexuellen Menschen. Weißt du das? Nee, wusste ich nicht. Die heißt Transidentitas. Da geben wir dir erstmal gleich eine Telefonnummer. Das ist schon mal sehr wichtig, dass du da Ansprechpartner findest, vielleicht mal da hingehst und mit den Leuten redest. Da kriegst du auch gute Adressen von Psychologen, von Chirurgen und so weiter. Ja, danke schön. Ne? Und dann kann der Johannes gleich mit dir auch noch ein paar Worte reden über das Verhalten deinen Eltern gegenüber. Ja, super, danke schön. Du legst bitte auf, Miriam. Ich wünsche dir alles Gute und der Johannes ruft dich gleich an. Alles klar, danke. Alles Gute, tschüss. Danke, gleichfalls, tschüss. Danke. Helga, 65 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Miriam. Ja. Guten Abend. Helga, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich bin ja schon wieder mal durchgekommen, da freue ich mich besonders drüber. Das ist schön, was ist denn dein Thema? Ich möchte eigentlich zum gestrigen Thema noch was sagen. Ich schäme mich. Ja. Ich bin gestern nicht durchgekommen. Ich habe es versucht, aber leider. Und dann habe ich gedacht, versuch es halt heute nochmal. Weswegen schämst du dich? Ich schäme mich ja immer noch. Nämlich, ich raste beim Zocken aus. Wir sind eine Zockerrunde von 4 Frauen. Ja. Manchmal auch nur 3 Frauen. Ja, es klingt irgendwie, aber es ist, ich schäme mich wirklich dafür, weil ich dann so ausraste. Wie rastest du denn aus? Nehme mir das jedes Mal vor, wenn wir heute Abend spielen, dann klappt das. Dann bleibe ich cool. Also, erste Frage, in welcher Situation, was muss passieren, dass du ausrastest? Dass ich verliere. Ach so, eine schlechte Verliererin. Also. Ja, ich bin eine ganz schlechte Verliererin. Wie rastest du denn dann aus? Ja, indem ich dann, ich habe ja auch schon die Karten durch die Gegend geschmissen und dann meine Nebenfrau, je nachdem, links oder rechts, die kneife ich dann schon. Ich habe schon blaue Flecken davon gekriegt. Du schmeißt die Karten in die Luft, kneifst deine Mitspielerin. Ja, ist ganz schlimm, wirklich. Und jetzt gestern haben wir wieder gezockt, dann habe ich dir das Buch auf den Kopf geschmissen, weil ich schreibe dann auf, ne? Ja, wir spielen ja um Geld. Um viel Geld? Nur das kommt in den Sparschwein, was wir dann wieder auszahlen. Ist ja letztendlich für uns alle, ne? Ja. Ich kann wirklich nicht verlieren. Wie lange spielst du denn mit dieser Gruppe von Frauen schon? Oh, wir spielen schon sehr lange zusammen. Das heißt, die kennen dich. Und Jahre, die kennen mich schon. Die kennen dich. Aber ja, das ist ja... das auch ziemlich gelassen, aber ich hab wirklich Angst drum, dass die mal sagen, so, mit dir spielen wir jetzt nicht. Ja, das es ist schon, Spaß mehr. Nee, es ist nicht so ein ganz schöner Charakterzug. Nee, ist es auch nicht. Ganz und gar nicht. Wie gesagt, ich schäme mich auch wirklich ganz sehr dafür. Aber wenn du so ein... Unrechtsbewusstsein hast oder so, wenn dir das so klar ist, dass dir das ja. Ist es dir noch nicht gelungen, zumindest einmal so dagegen zu steuern, in dem Moment, wo du verloren hast, dass es das runtergeschluckt hast? Ich versuche das schon. Ich versuche das und ich rede es mir jedes Mal ein. Manchmal gelingt mir etwas, aber also irgendwie kommt immer was rüber. Das ist ganz schlimm. Denen und ich bin hinterher so aufgeregt, wenn wir von der Zockerrunde kommen. Ich komme nach Hause, das ist so immer so halb um 12 manchmal. Ja, ja, und dann warte ich auf deine Sendung. Ja. Dann denke ich so, und jetzt reagierst du dich bei Domian ab. Sag mal, Helga, die anderen Mädels, ja. Sind die dann, nehmen die das ein bisschen mit Humor noch? Oder sind natürlich. Die schon auch sauer? Nee, nehmen das schon mit Humor. Die sagen zwar, also morgen habe ich wieder blaue Flecke, guck dir das an und was sagt dann geht's man ja dazu. Noch. Das heißt, dann nehmen die das ja auch nicht so ganz ernst. Naja, aber manchmal habe ich schon das Gefühl, also jetzt wird's ernst, ne? Und dann halte ich mich schon zurück. Ich versuch's schon. Sind das gute Freundinnen von dir? Ja, natürlich. Ja. Und die sagen immer, die haben ja auch schon gesagt, wenn du nicht spielst, macht gar keinen Spaß. Das ist die andere Seite wieder, weil ich eigentlich auch sehr lustig bin und das auf der anderen Seite wieder versuche, irgendwie wettzumachen. Bist du denn sonst im Leben auch so, wenn dir was misslingt? Nee. Eigentlich nicht. Das ist nur beim Spiel so. Ich kann nicht verlieren. Kannst nicht verlieren. Es ist ganz schlimm. Ich versuche zwar meinen Enkelkindern immer ein gutes Beispiel zu sein oder Vorbild zu sein, wenn die verlieren, sage ich halt, komm, du musst doch verlieren können. Also ich finde, selber bin ich schlechter verlieren. Der erste Schritt zur Besserung ist ja immer die Erkenntnis, ne? Und die, ja. Und die hast du ja. Und ich wünsche einfach, dass du das nächste Mal das schaffen wirst. Grüß mir die anderen Frauen von mir herzlich. Mach ich dumm, ja. Und es wird schon klappen. Du bist so eine sympathische Frau, die werden es dir schon nicht wirklich übel nehmen. Nee, die nehmen es schon so nicht übel. Aber wie gesagt, ich schäme mich für mich selber, dass ich nicht so viel Beherrschung habe. Ich also bin sag's den anderen nochmal, dass du dich schämst. Und das ist, glaube ich, auch schon ganz gut. Ja. Grüß sie herzlich von mir, die Frauen. Mache ich. Tschüss, Helga. Dumm, ja. Ich wollte gerne noch was zu der gestrigen Sendung sagen, zu
du diese Asozialen, die du da hattest, die Nicole. Ja. Du hast ja viel Resonanzen gekriegt und wirklich, also ich kann gar nicht begreifen, dass es solche Menschen überhaupt gibt. Und was meinst du, wie viel es davon gibt? Ja. Was meinst du, wie viel es davon gibt? Ich weiß es nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube schon. Dass es überhaupt welche gibt, die so sind. Man hört es ja immer wieder, aber ich habe es bisher immer nicht geglaubt. Und gestern Abend habe ich das hier gehört. Also ich habe genauso wie du so einen Hals gekriegt. Mhm. Was für eine Beleidigung und was für ein Affront gegen, nehmen wir mal an, eine Frau, die den ganzen Tag an der Kasse im Supermarkt sitzt. Oder ein Arbeiter, der am Fließband arbeitet. Ja. Wie viel Geld, das müsste man mal genau ausrechnen, wie viel Geld dieser Mann am Fließband oder die Frau an der Kasse jeden Monat abdrücken müssen, um diese Frau oder um diese Leute zu finanzieren. Richtig. Also ich finde das unverschämt. Die muss ja keinen Stolz haben, diese Frau. Die, das ist unterste Gosse. Also die, wie die Rechtsanwältin schon schrieb, die, euch gemeldet hat, genau. Die hat gar keine Daseinsberechtigung. Naja, so krass wollen wir es nicht sagen. Ja, aber es dürfte einfach, es müsste einfach härtere Regeln geben, dass solche Leute gar nicht zum Zuge kommen. Ganz und das Schlimme ist ja auch wirklich, worüber wir gestern auch gesprochen haben, es gibt ja viele hilfsbedürftige Menschen. Ja. Und die nichts kriegen. Die nichts kriegen oder die durch solche Leute dann auch noch in ein schlechtes Licht gerückt werden. Ne? Genau. Denn man muss ja immer sagen, nicht alle Sozialhilfeempfänger sind schlechte Menschen oder faule Menschen, weiß Gott nicht. Willen, das möchte ich ja nicht sagen. Nein, die meisten sind es nicht. Ne? Ja. Aber es gibt doch eine gewisse Anzahl, die bitterböse alles ausnutzen. Ja. Es gibt aber auch viele stolze Menschen, die einfach zu stolz sind, um zum Sozialamt zu gehen und zu sagen, hör mal zu, ich hab's wirklich bitter nötig. Absolut. Ich spreche aus Erfahrung, mein eigenen Sohn geht es so, weil der durch eine Scheidung und durch eine ganz korrupte Frau da reingeraten ist, auf den Schulden, die er wirklich nicht verdient hat, was weiß ich. Und er ist zu stolz. Er geht nicht zum Sozialamt, er arbeitet von früh bis abends nur um seiner raffgierigen Frau da die Hand zu stopfen. Ne? Der Hammer war ja gestern, als sie erzählte, ich bin zum Sozialamt gegangen, hab denen gesagt, ich brauche einen neuen Fernseher und haben die mir 300 Mark auf die Hand gedrückt und ich habe mir schöne CDs dafür gekauft. Ja, weißt du, dass ich die Nacht nicht geschlafen habe, Domian? Das hat mich so aufgeregt. Das gibt es gar nicht, sowas. Helga, jetzt müssen wir Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Ja, leider. Also, grüß die anderen Frauen von mir. Mach ich, Domian. Tschüss. Okay, tschüss. In der Technik, Michael Jansen. Morgen, 1 Uhr, Radio 1 Live, weder Fernsehen, wieder Domian, wieder eine offene Telefon-Talkshow und wieder auch morgen könnt ihr ab 0 Uhr schon anrufen, dann sind die Leitungen hier geschaltet und die Kollegen nehmen eure Anrufe entgegen. 0800 5678 111. Gute Nacht, bis morgen, ciao.